Na, das war doch sehr interessant. Wer bist du denn? Wer hängt sich denn sowas ins Zimmer? Kuhmilch, danke. Was? Noch mehr Kuhmilch, danke. Molipfeil. Ja, her damit. Anzünden wollen wir nicht. Ja, wir nehmen dich noch ein bisschen aus, liebe Corinne, die auf einem Stuhl steht. Warum auch immer. Schöpfkelle, nein, danke. Echt nicht. Die steht einfach auf dem Stuhl. So, und Becher brauchen wir auch nicht. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts Interessantes für uns. Wobei, hier, dieses Zimmer waren wir noch nicht. Oh, ja, yeah, das ist doch schon interessanter. Ein Schwert gegen Hexen, das haben wir schon mal gelesen, da bin ich mir sehr sicher. Hammer, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich die Bücher überhaupt aufnehme, wenn ich die schon gelesen habe. Das ist. Es ist einfach ein Reflex. Es ist ein Reflex. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Wasserflasche, sehr gerne. Ja, Gesöff immer. Wir sind bei Gesöff sind wir immer dabei. Und reines Silber sowieso. Warum liegt hier einfach reines Silber rum? Und dann daneben eine leere Flasche. Ein Becher. Das brauchen wir echt nicht. Das brauchen. Oh, eine Leiter. Was haben wir denn hier oben noch? Meteoritenbarren. Na klar. Und noch ein Barren. Die leere Flasche, die nehme ich jetzt mal nicht mit. So. Na dann komm. So, okay. Quest. Die Mätressenliste ist Level 11. Ist auch eine Hauptquest. Ich glaube, ich verfolge diese Quest mal noch ein bisschen. Wo ist das denn? Das dürfte ja hier in der Nähe sein, ne? Dürfte auch in Novigrad sein. Oh, guck mal hier. Da müssen wir auf jeden Fall vorher hin. Und hier ist also das Bordell, die Mätressenliste. Auf dem Weg würde ich gerne erstmal das Ausrufezeichen mitnehmen und dieses Anschlagbrett. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, einmal runter bitte. Lieber Geraldo. So, hier geht wieder die Musik los. Der Geschmack von vielleicht einer dieser Auftragsfälle. Darf ich mal hier durch? Entschuldigung. Ich bin rum, rum. Immer nur rum. Ein Glas Wodka würde ich alles tun. Okay, ganz ruhig. In die Richtung müssen wir. Wir gehen einmal hier raus. Alter vor Schönheit. Natürlich. Oh. Ja, hallo. Na du, was hast du für Schuhe eigentlich an? Was sind das für Schuhe? Die machen mich aber sowas von gar nicht an. Ciao. Das Postschiff ist auch du stehst auf einem Eimer. Behalt deine Pfoten bei dir. Wartest du auf was bist du denn für eine Hure? So, fette Geldbörse, jawohl. So, hier ist das Ausrufezeichen. Da würde ich zuerst gerne hin. Ronvid vom. Ach ne, der schon wieder. Ich glaub's ja wohl kaum. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Der gibt auch nicht auf. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Geht nach Hause. Wir könnten die natürlich überzeugen. Kommt nicht in Frage, dass ich kämpfe. Gut, ich kämpfe gegen euch alle. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Du hast ja auch nicht gefragt. Aber bitte, da ihr euch schon die Mühe gemacht habt, kämpfen wir. Ja, eben. Natürlich. Wir machen erstmal deine Freunde hier nieder. Der ist schon tot. Wow, echt jetzt? Was? Verlieren wir die Nerven? Wow! Alles klar, ich glaube, der wird uns nicht mehr. Was? Meine Reisen, ein Tagebuch, das der schönsten Frau der Welt gewidmet ist, Jungfer Heidelbeer. Du wolltest mich mit diesem dorischen Schwert, mit einem gewöhnlichen Gegenstand, umbringen. Schande über dein Haupt. Das lesen wir natürlich. Dies will ich tun.
durch die Dörfer des schönen Landes Velen ziehen und das Lob der Jungfer Heidelbeer singen. Ich will ihre unvergleichliche Schönheit und ihre unübertroffene Reize preisen. Die Jungfer Heidelbeer ist zweifellos die intelligenteste, verständigste und barmherzigste aller Kreaturen in dieser unvollkommenen Welt. Jedermann, der anderes behauptet, wird sich von mir umgehend und umfassend korrigieren lassen müssen. Und die stursten, vermessensten unter den Banausen werden mein Familienschwert zu schmecken kriegen. Tatsächlich kam ich erst neulich darüber hin, wie ein gewisser Herr ein Weibsbild koste und so dreist war, sie als schönste aller Blumen zu bezeichnen. Dies erboste mich derart, dass ich beschloss, dem Toren das Ausmaß seines Irrtums zu erläutern. Doch er weigerte sich, mir sein Gehör zu schenken. Und als ich darauf beharrte, ergriff er die Flucht. Wahrlich, dies ist ein Land von Feiglingen. Ich werde nicht nachlassen, bis ich nicht alle weit und breit davon überzeugt habe, ihre Komplimente der Jungfer Heidelbeer zu widmen. Und nur ihr. Dieser Wahnsinn hat dir den Kopf gekostet, Mann. Und mir bringt es ein gegrilltes Hühnerbein ein. Es musste ja so enden. Ganz ehrlich, er ist selber schuld. So, die Mätressenliste. Ja, das ist es, was ich machen möchte. Aber vorher gehen wir erstmal zum Anschlagbrett. Wow, hier ist noch ein Anschlagbrett dazugekommen. Kann das sein? Moment, das haben wir doch schon gelesen. Na, vielleicht sind noch neue Sachen. Aber wir gehen erstmal zu dem hier. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. So, was sind das eigentlich für Gegner hier? Du riechst wie totes Fleisch, Arschloch. Hä? Unter mir sind Gegner? Warum sollten unter mir Gegner sein? Warte mal. Wer seid ihr denn? Banditen. Wow. Verdammt. Ihr habt mich schief angeguckt von hier unten. Nein, ich wollte... Oh mein Gott, nein. Armbrust. So. Na ja, okay, das bringt nicht wirklich viel. Komm schon, komm näher. So. Mit dem wollte ich mir eigentlich Zeit lassen. Und das habe ich auch getan. Arm ab. Der einarmige Bandit, würde ich jetzt sagen. Das ist so. Gebratenes Fleisch, vielen Dank. Was hast du für uns? Eine leere Flasche. Ja, Wahnsinn. Was seid ihr eigentlich für Banditen, Mann? Wolfsfell. Die erfolglosesten Banditen ever. So, ja, das waren... Die wurden als Gegner angezeigt. Ich konnte die nicht laufen lassen. So. So, dann gehen wir jetzt zum Anschlagbrett. Was? Moment mal. Fistech süchtiger? Hier läuft ja nur Abschaum rum. So. Wenn du was sehen willst, musst du dafür bezahlen. Ja, will ich ja. Hab gerade Pause. Da ist ja ein... Was geht denn hier ab? Okay, was passiert hier? Bin ich wieder irgendwo reingeraten? Was ist? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Das ist nicht gerade dasselbe. Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Naja, ihr seht nicht gerade aus, als würdet ihr Not leiden. Wir überzeugen sie. Zeit, dass sie nach Hause geht, Freunde. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Alles klar. Das hätte ich vielleicht mit dem Kämpfer vorhin auch machen sollen, aber... Er wollte unbedingt kämpfen und ich wollte es ihm nicht abstreiten. Jetzt ist er ein Kopf kürzer.
So, jetzt aber hier. Anschlagbrett. Warnung. An den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinem Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster. Tag und Nacht. Bis ans Ende aller Zeiten, wenn es sein muss. Und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf ein Bolzen zwischen den Augen oder im Arsch freuen. Oder ab sofort woanders hinpissen. Du dreckiger Schweinehund. Olbracht Wiegermann. Vorarbeiter Allee 1C. Dass er das auch noch mit reinschreibt, ich glaub's ja wohl nicht. Wichtig, die Waren nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Was? Okay. Schnelles Geld in Zwangslagern. In Zwangslagen. Schnelles Geld benötigt? Die verfluchten Anderlinge in der Vivaldi-Bank erklären einen für nicht kreditwürdig? Komm zu mir. Kein Papierkram, keine Fragen, keine Limits. Kredite in hacklandischen Franken verfügbar. Hanne Joker. Jahreszinsrate 700%. Das ist ein guter Zinssatz, muss ich sagen. Ups, das wollte ich gar nicht und das wollte ich auch nicht machen. Benutzen, ja. Hanne Joker. 700%. Gesucht. Triss Marigold. Von Augenzeugen wurde bestätigt, dass Triss Marigold von Maribor, bekannt als 14. des Berges und Mitglied der berüchtigten Loge der Zauberinnen, sich gegenwärtig in unserer schönen Stadt aufhält. Wer Informationen über ihren Unterschlupf, ihre Pläne oder Komplizen hat, ist nach den Gesetzen der Götter und Menschen verpflichtet, sofort den nächsten Außenposten der Stadtwache zu unterrichten. Wer der Hexe hilft, ihr Lebensmittel gibt oder Unterkunft gewährt, wird mit ihr brennen. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Wir helfen ihr. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mitgetreute der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamste Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen. Und der Täter... Wer schreit denn da eigentlich? Und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Alter, der Typ im Hintergrund, ne? Ich bring ihn gleich um. Gewinnt Wimme Vivaldi betrügt. Was? An alle Gewinnspieler. Der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Anderling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Ja, gegen den... Sag mal! Nein. Warum greifen mich jetzt hier irgendwelche Banditen an? Ist es ein Bandit? Willst du mich verarschen? Warum greift mich denn ein bescheuerter Bandit an? So, bitte sehr. Schinkenbrötchen. Geil, nehme ich. Warum wären wir denn hier angegriffen? Das verstehe ich nicht. Plötzlich von Banditen? Hm, vielleicht ist das dieser eine Typ schuld. Weil... Erläutert ihnen, warum es eine Scheißidee ist. Reißt euch zusammen, Jungs. Meister Lehmhut. Alles klar. Deswegen. Ich hab's mir schon gedacht. Weil wir ihm nicht mit ihm. Weil wir nicht. Wow. Weil wir nicht verlieren wollten in diesem Boxkampf. Gegrilltes Schweinefleisch. Ja, die können mich gerne weiter angreifen, wenn ich hier so cooles Zeug bekomme. Bin ich gern dabei. So, geht zum Rosmarin und Thymian. Genau da wollen wir jetzt hin. Ordnung muss sein. Was? Ja, du sagst es. Liebe Wache. So, wir gehen mal hier weiter. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Natürlich. Ich muss pissen wie ein Stier. Ja, dann mach doch. Alter, was sind das hier für Gespräche wieder? Bettler, alles klar. Wir gehen weiter. Zwielichtige Person. Ich frage mich, was diese zwielichtigen Personen immer wieder machen hier. Ich diene dem ewigen Feuer. Wow, ich glaube, der ist tot.
So, hier ist eine Wache, da ist noch ein Bettler. Ah, die Ecken hier finde ich ja richtig cool, ne? Alter, wie tanzt du denn? Was für ein Tanz. Bitte, bitte tanz nochmal so. Also tanze ich übrigens in der Disco. Genauso. 1:1. Geil. So. Lakai des Bettlerkönigs. Hi. Willst du Ärger? Absolut nicht. Gut, weil er gut und billig. So. So, Rosmarin und Thymian. Ich bin mal gespannt. Wir kommen dem Rotlichtviertel wohl näher, wie es aussieht. Irre aussehen. Auf mir drauf. Da sagst du trägst was. Trägst du immer so enge Hosen? Immer. Trägst du immer ja, so enge Hosen? Lass mich raten, du machst Pause, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir in diesem Bordell gleich tatsächlich... Benimm dich, Hexer. Ja, ja. Ob wir tatsächlich auch die Dienste der feinen Damen dort in Anspruch nehmen dürfen. Ich überlege, ob ich das dann auch tue. So, wir sind also da. Hier waren wir doch schon mal. Hier ist unsere Kiste. Was, abgeschlossen? Was? Gehen wir von der anderen Seite rein? Wahrscheinlich, also ich hoffe. Darf ich mal durch, liebe Bettlergemeinschaft? Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Was? Wir wollten nur... Ach, das ist hier drin. Ist mir scheißegal, verpisst euch! Oh, hier ist die Tür. Was für Schnorrer denn? Was ist denn hier los? Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Der meint's ernst. Geil. Was ein Spruch. Sieht aber nicht aus wie ein Bordell hier. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Ach, hallo. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. So sind sie eben. Oh, da kommen sie schon wieder, na, oder schön. Was? Schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Aber klar doch. Mit Vergnügen. Da brauchst du mir noch nicht zweimal sagen. So, kommt mal her, ihr Landstreicher. Aber euch boxen wir nur. Nicht schon wieder dreschelt. Weg hier. So, wie wir hier, ihr seid gerade angekommen. Komm her. Jetzt geht's rund. Ich bin der Meister genau der Taverne hier. Zeiten, aua. Was? Na klar. Als hätten wir Bergen nie verlassen. Ich sagte doch, das ist eine scheiß Adresse. So, einmal. Sehr gut gemacht. Weg hier. Ja, lauft. Lauft davon. Ihr Feiglinge. Na also, das lief gut. Natürlich. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Den mag ich jetzt bin schon. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Damit will ich dich nicht belästigen. Der hat so gute Laune. Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Erzähl keinen Scheiß, Geralt. Schütt mir auf der Stelle dein Herz aus. Der ist ja gut. Ich mag den. Ein paar Dinge. Ach, wir sagen es ihm einfach. Was soll's? Ich suche nach Ciri. Ich vertraue ihm. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Warum? Wo ist denn Rittersport? Wo ist Rittersporn?
Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappel voll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aha. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Mhm, okay. Mit unseren Hexersinnen werden wir jetzt mal... Oh, was ist das denn hier für ein Instrument? Aha, oh. Der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Aha. Okay. Was? Brief von Bohmil de Rabbe. Verehrter Viscount. Viscount? Keine Ahnung. Ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmte unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau, Baronin Duvlet. So tief, in gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass ihr in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzerten. Da muss ja einer gut gespielt haben. Okay. So, aber was ist das hier? Da haben wir immer noch nicht interagiert. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Mhm. Okay, er ist also abgehauen, wie es aussieht. Was ist denn in dem Fass? Geralt, Kumpel. Ja, hi. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist noch eine Kiste. Mit einer Schöpfkelle. Ich glaub's ja wohl nicht. Was hängt denn da an der Wand? Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Okay. Wasserflasche, vielen Dank. Und den guten alten Alkoholtest. So, gibt es hier noch irgendwas? Ich denke nicht. Das Fass haben wir uns schon angesehen. Dann machen wir hier hinten mal weiter. Leere Flasche, echt nicht. Wasserflasche schon, das ist interessanter. Eine Olive. Eine einzige. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Brief von Fran. Wann kehrst du nach Sidaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herrin um einen freien Tag. Okay. Da hinten ist etwas Wichtiges. Wenn es schon aufglitzert. Ja, aber das nehmen wir natürlich alles mit erstmal hier. Ja, das kann man dann nicht schlecht werden lassen. Die fette Kiste hier. Ach, das ist unsere Kiste. Ja, gut. Können wir hier mittlerweile irgendwas nutzen? Ja, bis auf die Pfeile. Also ich würde gerne... Ja, Stufe 15. Ich würde das gerne bei mir behalten. Plus 13 nur noch, okay. Weil wenn es dann soweit ist, können wir es direkt ausrüsten. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, wenn ich es hier in die Kiste tue. Das macht dann keinen großen Sinn. Das Zeug werden wir alles verkaufen. Ich würde gerne einfach die Sachen hier wieder reinknallen. Die, was, zwei, alle. Brauche ich momentan auch nicht, glaube ich. Sollte ich vielleicht mal ausrüsten an irgendwelche Sockel. Einfach mal reinknallen, aber mache ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Im Moment läuft es auch so. Es kostet halt auch, wenn man die Sachen wieder raushaben möchte. Und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht. Finde das irgendwie blöd. Ja, ich habe es gesagt. So, okay. Diese Armbrust hier. Ab wann war das? Ab Stufe 18. Plus 1. Lassen wir auch erstmal im Inventar. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen.
und können jetzt dem wichtigen Zeugs hier nachgehen. Da ist ein Buch. Okay. Hm. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Was? Sein Terminkalender. Was? Dann hat er sein Geschäft wohl endlich ernst genommen, wenn er wirklich einen Terminkalender hat? Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. Mhm. Das ist eigentlich für ein Gemälde. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Mhm. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Mhm. Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Dieser Schlawiner. ja. An seinen Eskapaden bin ich nicht interessiert. Das könnte aber auch nützlich sein, ne? Die könnten uns natürlich auf andere Spuren bringen. Hm. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Ja. Darauf baue ich. Mhm. Hm. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Was? Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? So machen wir's. Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Alles klar. Quest aktualisiert die Mätressenliste. Jo, ich denke, die haben wir jetzt, die Liste. Und hier gibt es noch ein bisschen Schnaps für uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Da liegt noch was. Brief einer weiblichen Bewunderin. Okay. Die Kraft deines fesselnden Blicks. Mein Antlitz. So rot und heiß. Die ganze Welt drehte sich in einem Wirbel des Vergessens und ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Die Musik, der Gesang. Du. In diesem Moment war ich die Laute und du spieltest mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Alles klar. Oh, Rittersporns Terminkalender. Okay, wollen wir das mal lesen. Rosa Faatre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Oh Gott. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Okay, aber das ist die Beschreibung, wo die sind, okay. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Wow, was für ein Ort. Vespula. Obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut. Und mein Herz, sie schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ferneck, Wäscherei an der Pontermündung. Das hört sich schon romantisch an. Marabella. Himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen. Doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherben am Armenplatz. Wow. Elihal. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Wow, jetzt muss ich nur wissen, wo die Gerberei ist. Was? Sprich mit allen. Und mit Zoltan auch. Stufe 14, Freunde. Sehr gut. Ja, dann können wir direkt mal unseren Charakter etwas erweitern. Würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Was ist das nochmal? Präzisionsschläge, 2 von 5. Ja, machen wir das. Kritisch. Erhöht die Chance auf kritischen Treffer mit schnellen Angriffen um 6%. Und den Schaden der kritischen Treffer bei schnellen Angriffen um 45%. Das gefällt mir sehr gut. Das sollten wir auch auf jeden Fall erweitern.
Und das werden wir tun. So, Erfahrungspunkte 500! Weil wir ein Buch gelesen haben. Alter, okay. Wir müssen ja eh mit Zoltan sprechen, wenn wir schon da sind. Hi. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Das hab ich schon gemacht. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Mhm. Okay, nach jedem Einzelnen. Okay, Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Alter, dieses Gemälde einfach. Wie er einen riesigen Wyvern umhaut, mit einem Schwert erschlägt. Marabella. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was? Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vollkommen zu Recht, um Gottes Willen. Vespula, die nächste bitte. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Hammer. Was für Frauen. Rosa Varatre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Varatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Alter. Na schön. Aber Varatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Ich erinnere mich. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Geil. Die letzte hier, die Elihal. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Aha. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Oh, vielen Dank. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Jetzt mag ich ihn noch mehr. Ich bin auch eher ein Freund des Wodkas. Ich weiß alles. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Ja, vielen Dank. Das hätten wir dann schon mal. Das bedeutet, ich muss jetzt jede einzelne von denen abklappern und mit den Mädels reden. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.